So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Wo müsst ihr? Achso, wir müssen jetzt auf die andere Seite rüber. Wow. Komm ich hier? Ja, ich komme runter. So schnell stirbt niemand. Okay. Oh, ich müsste mal ganz kurz den Chat wieder in den Vordergrund holen. So. Ei, ei, ei. Sag mal, ist der Boden hier durchsichtig? Nee, der ist nur blau. Okay. Ich muss jetzt da drüben hoch und da oben rein. Gab es nicht auch mal irgendeine Quest, wo man die Raketen hier kaputt machen muss? Oder war das eine Nebenquest? Nein! Oh, Mist! Ihr solltet mich nicht sehen. Ja, hier muss ich auch wieder kämpfen. Geht ja nicht anders. Der hat gefurzt. Wo ist mein Haustier? Der lebt nicht mehr? Lol. Sag mal, bist du schwächer als Hörnchen? Kann doch nicht sein. Nee, das ist das auch nicht mit dem Datacron. Ich verstehe das nicht. Wieso mir das hier angezeigt wird, obwohl und so, ja, keine Ahnung. Guck mal, hier müssen wir hin. Kein Gegner in Sicht, nice. Miep, miep. Natürlich kommen noch ein paar dazu. Warum auch nicht? Hier. Tut mir leid, Darth Minax. Ich hatte die Codes eingegeben, aber die Schlösser hatten wohl eine Fehlfunktion. Jo. Die halbe imperiale Armee ist hier. Und die Republik dringt dennoch ein. Sicher die Waffe. Ihr habt die Entwickler des Sperrers bei dem Rest des Haufens gefunden, den ihr befreit habt, nicht wahr? Erbärmliches, idiotisches Republikglück. Ihr habt hier keine Macht. Das Imperium hat den Sperrer und Balmorra verloren. Die Republik hat gewonnen, oder? War es auf Sobrek? Das zerstörte Gorinth-Gefängnis vielleicht? Dieses Geschwür von einer Insel, die ihr Käferstadt nennt? Balmorra gehört zum Imperium. Der Sperrer wird nur alle Zweifel daran ausräumen. Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Vielleicht erkennt ihr jetzt, warum. Ja, ich glaube nicht, dass es dumm war.
Und jetzt? Na, das denn? Hier, alles in Ordnung, Doktor. Bitte komm, Dr. Kasiri. Sind alle da? Wir sind hier, Commander. Darth Minax und die anderen Imperialen sind tot. Der Sperrer ist bereit für euren Stift. Ausgezeichnet. Setzt den Sperrerstift ein, um die Kontrolle zu erlangen. Ich schicke eine Bergungsmannschaft, um die Operation zu übernehmen. Übernehmen? Aber der Sperrer ist eine Bedrohung für ganz Balmorra. Er muss zerstört werden. Ihr wisst das! Das Imperium wird nie wieder die Kontrolle über den Sperrer erlangen. Das Imperium war nie das Problem. Der Sperrer selbst hat das alles angerichtet. Was? Eine Flotte zu zerstören kostet jedes Quäntchen Energie, das ein Planet hergibt. Solar, Geothermik, Hydro. Wenn es ein Teil von Balmorra ist, dann treibt es den Sperrer an. Er wird den Planeten als leere Hülle hinterlassen. Mit nichts darauf, was sich zu verteidigen lohnt. Das Imperium wollte den Sperrer um Balmorra auf ewig zu halten. Jetzt erkenne ich, dass die Republik dasselbe will. Commander Madin hat uns angelogen. Der Commander will gewiss nur, dass Balmorra sicher ist. Glaubt ihr wirklich, dass wir etwas zerstören würden, das ein zweites Telos, Taris oder Coruscant verhindern kann? Millionen Leben retten und der Republik einen Sieg garantieren? Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Das kann ich spüren. Ich weiß, dass der Preis hoch ist, aber der Sperrer könnte sicherstellen, dass die Republik diesen Krieg gewinnt. Wir müssen ihn beanspruchen. Nee. Wir können nicht einen Planeten opfern, um einen anderen zu retten. Verdammt! Ist euch nicht klar, was ihr da tut? Ihr gebt dem Imperium eine zweite Chance. Wir zerstören den Quark. Der Energiekern des Sperrers wird überladen. Wir müssen evakuieren. Ey, was bist du denn? Lauft um euer Leben. Nicht mal überlasse ich solche Abenteuer. Wer hat denn jetzt gesprochen? Wir müssen da lang. Sag mal, rennen wir jetzt für neue Typsies hinterher? Was soll denn das? Was? Was hab ich denn jetzt angegriffen? Kira, kommst du klar oder nicht? Ey, Loot, den nehme ich mit. Boah, kommt natürlich noch mehr. Der ist unangenehm, was soll denn das? Rollein! Oh, was ist das denn? Ey! Dann kann man nichts machen, okay. Creepy. Doch, ich muss das betätigen, hä? Okay. Warum die jetzt auch immer da rumstehen und sich nicht mehr bewegen? Na dann. Ich muss nach unten. Nein! Da, wieder taufrisch.
Sprich mit Commander Mandarine. Na mal, kann ich mir ja und so, ne? Wo ist denn der? Da oben. Kann ich mich da nicht hin teleportieren? Ich kann mich dahin teleportieren. So soll's. Ich habe die ganze Zeit vergessen, meine zwei Typsis da oder drei Typsis arbeiten zu schicken. Das fällt mir jetzt erst ein. Wow. Mal gleich mal machen hier. Du, das da. Du, das da. Du, das da. Kann ich dich auch? Ich kann dich nicht. So ein Scheiß. Ich find's hübsch, wie sie sich hier eingerichtet haben. Man könnte fast vergessen, dass das mal ein Kulikoiden-Nest war. Oh, alles klar. Vor allem, hä? Ich kann doch bei dem nichts mehr lernen. Warum wird mir das hier angezeigt? Kunst und Wissenschaft zugleich. Sinnlos. Die Imperialen haben immer noch Lager hier. Wir brauchen zwei Trupps oben auf der Gorinth-Ebene. Ihr seid zurück. Wir sind gerade dabei, die Truppenstationierung abzuschließen. Das Imperium ist besiegt, aber sie greifen auf ihrem Rückzug an. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ihr angerichtet habt. Wenn wir den Sperrer hätten, könnten die Imperialen keinen Schuss mehr feuern. Das Imperium ist auf Balmorra, um zu siegen. Wir sind hier, um zu helfen. Ich wollte der Republik die beste Möglichkeit verschaffen, das Imperium zu besiegen. Wart ihr dabei, als das Imperium Coruscant angriff? Sie kamen aus dem Nichts und wir konnten nichts dagegen tun. Als das Imperium Balmorra eroberte, habe ich mir geschworen, dass das ein Ende nehmen muss. Kann man mir das zum Vorwurf machen? Dr. Khaziri hat sein Leben für Balmorra riskiert, nicht für die Republik. Für einen Wissenschaftler hat er wirklich Mut. Vielleicht kann er helfen, wenn er mir jemals vergeben kann. Ich bin froh, dass ihr die Entscheidung treffen musstet und nicht ich. Wenn man sein ganzes Leben lang kämpft, kann man leicht vergessen, wofür. Ihr habt den Sperrer gesichert, das Gorinth-Gefängnis gestürmt und Sobrek befreit. Die Republik steht tief in eurer Schuld. Das Imperium muss lernen, dass es unabhängige Planeten nicht einfach einnehmen kann. Balmorra war eine gute Lektion. Wenn der Krieg ausbricht, wird die Republik bereit sein. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber Balmorra ist frei. Und das zählt. Ich wünsche euch viel Glück. Ja. Wow, die XP-Dinger brauchen wir halt überhaupt nicht. Kann man das wenigstens verkaufen? Nö, also weg damit. Oh, hier haben wir ja noch was. Genau. Mal gucken. 164747 564, so 360 Angriff. Tech-Stärke. Ich würde das hier tatsächlich wegmachen und. Ey! Das hier aufheben für einen meiner Typsies. So, denn da geht's weiter. Ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung und die imperialen Forschungsdaten. Wir haben dem Feind einen beträchtlichen technischen Vorsprung genommen und seine Vormacht auf Balmorra gebrochen. Ich werde die Forschungsdaten nach Coruscant schicken. Ein Dr. Godera wartet schon darauf. Wie ich gehört habe, ist er ein Freund von euch. Grüßt den Doktor von mir. Das werde ich. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Ich hätte gedacht, ein solch wichtiges Gerät wäre beeindruckender. Ich werde es Meister Braga und dem Rat auf Tython bringen. Meister Bragas Vertrauen in euch ist nicht unbegründet. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu dienen. Das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Macht es gut, mein Freund. Ihr solltet Meister Braga kontaktieren, wenn ihr auf euer Schiff zurückkehrt. Er kann es kaum erwarten, von euch zu hören. Lebt wohl. Warte, was? Wir sind mit dem Planeten fertig? Was?
Ja gut. Ja. Was macht man denn da jetzt? Nimm Talatak. Gesundheit. Was auch immer du gesagt hast. Wir können ja. Ach nee, die sind ja alle arbeiten gerade, stimmt. Das ist was zum. Das ist was zum Anklicken. Cool. Was bist denn du? Modifikationszentrum. Ja, gut. Okay, der Planet ist durch. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ich habe hier nämlich noch gelbe Quests tatsächlich. Das ist eine. Das ist eine. Das ist keine. Das da ist eine. Wir würden halt tatsächlich nicht in der Hauptstory weitermachen, sondern erstmal diese mini-gelben Quests tatsächlich. Dann nehme ich auch nichts vorweg, bevor Darko online ist. Das muss ich. Zu meinem Schiff, bitte. Und ja. Dann müssen wir mal gucken. Auf Crash. Nein, nein, nein! Oh, egal. Meister Braga, die Mission auf Balmorra war ein Erfolg. Wir haben den Prototyp der Tarnvorrichtung. Hervorragend. Ich habe keinen Moment an euch gezweifelt. Wie hat euch die Arbeit mit meinem alten Freund Warren gefallen? Ich war immer beeindruckt von seinem scharfen Verstand. Seine Intuition war wichtig für mich. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Ihr habt uns einen großen Schritt näher daran gebracht, den Imperator zu finden. Aber es gibt ein neues Problem. Ich habe den Kontakt zu meinen Padawan unter ungewöhnlichen und gefährlichen Umständen verloren. Ihr seid auf einzigartige Weise dafür qualifiziert, euch darum zu kümmern. Ich werde alles tun, was ich kann, Meister. Erklärt mir die Lage. Saya ist kein gewöhnlicher Padawan. Er war einst ein Sith Lord. Ein Mitglied des Rats der Sith im Imperium. Wir haben uns auf Dantooine duelliert, haben 3 Tage lang gekämpft. Ich habe gewonnen, als ich ihn überzeugte, die dunkle Seite hinter sich zu lassen und sich zum Jedi ausbilden zu lassen. Ihr habt ein Mitglied des Rats der Sith auf die Seite der Jedi geholt? Unglaublich. Auch ihr habt bereits den Feind bekehrt. Dank euch macht der ehemalige Lord Braven große Fortschritte bei den Jedi. Saya hat die Art der Jedi in vollem Maße angenommen. Was immer auch geschehen ist, war nicht seine Schuld. Er hat einen republikanischen Stützpunkt auf dem Planeten Quesh bewacht, als das Imperium einfiel und unsere Gebiete angriff. Da muss ich ja sowieso hin, wegen der Nebenquest. Das Imperium würde seine Truppen nicht einsetzen, wenn Quesh den Aufwand nicht wert wäre. Es ist das größte Zentrum zur Produktion von Kampfstimulantien in der Galaxis. Sie stellen einen wichtigen militärischen Rohstoff dar, besonders jetzt, wo der Krieg wieder ausgebrochen ist. Ich habe gerade mit einem Soldaten auf Sayas Stützpunkt gesprochen. Er ist von imperialen Truppen umzingelt und mein Padawan weigert sich, etwas zu unternehmen. Ohne die Hilfe der Jedi wird der Stützpunkt fallen. Mein Padawan antwortet nicht auf seine Holofrequenz. Klingt, als hätte er vor etwas Angst, aber vor was? Nur ein starker Jedi kann Saya helfen und den Stützpunkt retten. Ich übermittle jetzt die Koordinaten des Planeten. Meister Braga, Ende. Okay, wir müssen dorthin zu dem Planeten. Von daher passt das. Geh, er braucht dich. Und du brauchst ihn. Ihr habt mich noch niemals auf Abwege geführt, Meister Orgus. Alles klar mit euch? Die Holo-Übertragung ist vorbei. Das ist Jedi-Sache. Davon versteht ihr nichts. Das klingt dringend.
Wir sollten sofort nach Quash aufbrechen. Ja, da ich eh dorthin muss, passt das schon. Ah! Neue Lichtschalter! Yay! Ja. Damit kann ich aber nicht viel anfangen. Okay. Okay, Moment mal. Das rote weg. Und das dahin. Genau, so. Das Lichtschwert hebe ich mal auf. Das will ich mal aufwerten. Mal gucken, ob das dann mehr Damage macht als mein derzeitiges. Okay, ich muss eh nach Quash wegen der gelben. Was mache ich denn da jetzt? Oh, hier kann man interagieren. Ich brauche mal eine Auszeit. Ich habe auf Nar Shaddaa etwas zu erledigen, das nicht warten kann. Ein paar alte Freunde von mir stecken in Schwierigkeiten und ich habe versprochen zu helfen. Eine einfache Lieferung geht ganz schnell. Ich wusste gar nicht, dass ihr Freunde habt. Bevor ich zu den Jedi kam, war ich ziemlich beliebt. Und jetzt bin ich noch viel beliebter. Auf Nar Shaddaa gibt es jede Menge Flüchtlinge und die Hutten sind nicht gerade für ihre Wohltätigkeit bekannt. Die Leute müssen hungern. Meine Freunde brauchen nichts Besonderes, nur ein paar Medipacks und Nährstoffpaste. Das kann ich ihnen leicht beschaffen. Dann kann ich eure Freunde nach Schwenken aus eurer fehlgeleiteten Jugend ausfragen. Ich sage ihnen, sie sollen sich was Schönes ausdenken. Bringt mich nur zu meinen Freunden und ich kümmere mich um alles andere. Okay, Kira, also. Ja, haben wir dann wieder ein bisschen Zeit für uns? Gerne doch. Nar Shaddaa, gut. Ich würde aber sagen, vorher republikanische Flotte. Ich will mal das Schwert aufwerten. Ein Aufrüstungsgegenstand habe ich ja hier. Ich bräuchte halt eigentlich noch mehr. Das kann man alles überspringen. Das interessiert nicht, das ist langweilig mittlerweile. Dann kann ich aber ganz kurz raustappen und gucken. Okay, Discord Dark ist nicht online. Creepy. Abgemeldet hat er sich für heute nicht. Ah gut, weil es vielleicht ist was im Real Life dazwischen gekommen. Was wichtiger ist, dann verstehe ich das natürlich. So. Hier lang. Stopp. Das da. Ja. Da hing wieder alles hinterher. So, ich kann allerdings nur bis Stufe 70 Ausrüstung kaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Den Rest findet man ja alles. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Was hab ich denn? So eine Dinge habe ich. Okay, dann brauche ich nur so ein Heft. Beherrschung 177, Ausdauer 151. Habe ich hier noch eins? Nee. Dann nehmen wir das da. Was ist das denn? Es steht halt auch nicht dafür, was das ist. Ob das für Schwert ist oder nicht. Aber ich glaube mal nicht. Ich glaube, die hier sind für die Schwerter. Armierung, kannst du deine Rüstung... Ach doch, da steht es, verbessern. 99 Ausdauer, Angriff 110. Ich glaube, ich habe immer eins von hier oben genommen. Angriff 110, 99 Ausdauer.
Ich wäre tatsächlich für das hier. Seht euch ruhig um. So, da wollen wir mal gucken. Das ist das. Nee, das hier. Schwert des Bollwerks. Das ist gelb. Ich habe ja ein rotes aktuell ausgerüstet. Und hier kann man ernsthaft nur ein fucking Kristall reinmachen. Willst du mich eigentlich ganz verarschen, Spiel? Ich habe gute Zulieferer. Dann verkaufe ich den ganzen Quark hier. Oh nee, jetzt habe ich's. Ach, egal. Das kann man nicht verkaufen. Weg damit. Mit dieser Mion kannst du deine Rüstung verbessern. Ja, das hebe ich mal auf. Seht euch ruhig um. Das hebe ich tatsächlich mal auf. Titan in der Industrie, sprich mit Radar. Refine auf der Gaff Daragon. Was ist das denn? Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Och, hat mich sehr gefreut. Mich hat's auch gefreut. Na, schada. Du. Ist nicht so wichtig. Okay, ich muss Kira auf jeden Fall jetzt dabei haben. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass ich einer der fortschrittlichsten Steward-Droiden in der Galaxis bin. Falls das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, bitte ich darum, mich zu ersetzen. Okay, wenn du ein Steward-Druide bist, dann stehen wir nicht im Weg. Gibt's noch jemand zum Schnattern hier? Mein Zimmer ist leer. So soll's sein. Hier ist niemand drin. Oh, mit dem kann man auch interagieren. Anscheinend ist der alte Doc gerade rechtzeitig gekommen. Wie konntet ihr mit einem Druiden und dieser verklemmten Kleinen nur so lange überleben? Niemand ist loyaler als T7. Und ihr solltet meine Jedi-Kollegin bei ihrem Namen nennen. Stimmt. Wie lautet ihr Name nochmal? Kreisha? Kinerva? Vergesst es. Ein paar Dinge, bevor ich mich hier breit mache. Ich bevorzuge es, wenn mein Quartier 5 Grad wärmer ist als der Rest vom Schiff. Ich esse ausschließlich Energiepudding, also brauchen wir den vorrätig. Außerdem brauche ich jeden Morgen 30 Minuten im Erfrischer. Das ist alles. Das war's schon? Ich könnte T7 anweisen, eure Wäsche zu waschen oder euch eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. Wäschedienst? Einverstanden. Und sorgt dafür, dass das Mädchen jeden Abend mein Bett aufschlägt. Ich habe noch nie ein Schiff gesehen, wo die Krankenstation direkt neben dem Antriebsraum ist. Nicht besonders angenehm. Ich bin schon mit weniger zurechtgekommen. Passt auf euch auf, bis ich alles in Betrieb genommen habe. Ärztliche Anweisung. Der Typ, Alter. Ey, ernsthaft, ne? Soweit, so gut. Jetzt, wo wir ein Team sind, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Galaxis gerettet wird. Bereitet euch auf Ehre und Reichtum vor, Kumpel. Bis zum Ende des Krieges werdet ihr euch vor schönen Frauen gar nicht mehr retten können. Es gibt Neuigkeiten für euch, Doc. Die Party hat schon längst begonnen. Das kann ich mir vorstellen. Der alte Doc kennt sich gut aus mit dem Ruhm. Da heilt man einen oder zwei verseuchte Planeten und schon sind die Leute vor lauter Dankbarkeit bereit, einem alles zu geben. Es ist falsch, solche Großzügigkeit auszunutzen. Gute Taten an sich sind Belohnung genug.
Oh, ihr meint das ernst? Wartet's ab. Sobald die Galaxis gerettet wurde, erwartet euch eine ganze Menge. Ich werde da sein, um euch dabei zu helfen, Kumpel. Ich mag denn seine Sprüche irgendwie, Alter. Geil. So was. Ach, du hast auch noch was. Du wolltest mich sehen? Versuch es weiter. Du wirst es schon hinbekommen. Was war das für eine Mission? Zur Geno Haradan gehören die gefährlichsten Attentäter der Galaxis. Wie konnte der SID erwarten, dass du einen ihrer Agenten aufhältst? Auch wenn der Botschafter zurückgetreten ist, du hast ihm das Leben gerettet. Du bist ein Held, T7. Ja. Okay. Aber wie läuft das jetzt ab? Der pennt. Der muss ja hier auf der Krankenstation pennen. Woanders geht's ja nicht. In meinem Bett schläft er nicht. Wo schläft die Kira? Okay, ich sag mal so, mein Bett ist groß genug für zwei, also... Ja. Das ist gut. Hier, Doc. Du kriegst... Wie sieht denn dein Blaster aus? Was macht denn der? Das ist ein Kackblaster, hier. So. Was hast du? Du hast schon einen wunderbaren 2030, 2071, der ist besser. Du hast schon so einen Blaster, alles klar. Wir machen erstmal jetzt eins nach dem anderen. Nashada. Hä? Nee. Nashada wird als erstes gemacht. So, da sind wir wieder, Kira Mäusel. Komm mit, Baby. Entschuldigung, hab kurz Festens wieder weggelegt. So, wo müssen wir denn hin? Sag's mir, Kira. Hier durch? Okay, wenn du das möchtest. Hier lang. Kira sagt, wir sollen hier lang. Nein, mit der rede ich nicht. Da habe ich schon wieder so eine Kack-Quest. Da müssen wir hin. Wir wollen nur Kiras Aufgabe lösen und erledigen. Mehr nicht. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dorthin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So. Ja.
Jetzt müssen wir nur noch fliegen. Ach, da sind wir ja schon. Im Industriesektor. Gehen wir hier lang. Ich will jetzt viel mehr über dich erfahren. So richtig schöne peinliche Sachen. Das ist immer das Beste. Geradeaus. Stopp mal. Da lang. Hier lang. Und dadurch. Bitte, wo sollen wir hin? Was kennt Kira für Leute? Okay, heutzutage war jeder zweite im Knast, aber ja, Kira. Nee, der ist das nicht. Das war eine Heldenmission. Sag mal, ist das nicht der, der vor ein paar Folgen, ein paar Streams, die Kira schon angegangen ist? Weil sie gegangen ist irgendwie? Hey, was hat denn die im Mund? Okay. Kira, ich will nicht wissen, was du für Leute kennst. Kira? Du bist da! Und ich bringe Geschenke mit. Wie geht es euch allen? Schon viel besser. Nicht zu fassen, du bist es wirklich. Ein Jedi. Du hast dich sehr verändert. Kira ist mehr als nur ein Jedi. Sie ist eine Heldin. Ihr müsst Kiras Meister sein. Es ist mir eine Ehre. Ich erinnere mich noch an das kleine Mädchen, das immer mehrere Lagen von Klamotten übereinander anzog, um größer und stärker auszusehen. Hey, es hat funktioniert. Man muss nur genug Schichten tragen und niemand erkennt einen mehr. Kira spricht nie von ihrer Vergangenheit. Da gibt es nichts zu erzählen. Mein Leben war hart und dann wurde ich zum Jedi. Aber meine Freunde habe ich nie vergessen. Enak, verteilt die Nahrungsmittel und Medikamente. Unsere Leute haben lange genug gewartet. Geht jetzt. Ja. Diese Hungersnot ist eure Schuld. Was? Unsere Leute leiden wegen des Massakers, das ihr in unserem Namen angerichtet habt. An den Ur-Kossaks. Wer ist dieser Mann und wovon redet er? Er heißt Darshin und ist hier schon seit Ewigkeiten der Anführer. Wir sind verschiedener Meinung. Die Ur-Kossaks waren ein schlimmer Haufen, haben sich mit uns amüsiert, uns beraubt, getötet und Schlimmeres. Nur so zum Spaß. Ich habe ihnen einen privaten Besuch abgestattet und sie nett darum gebeten, uns in Frieden zu lassen. Dann wurde es hässlich und plötzlich waren sie tot. Ihr habt die Ur-Kossaks abgeschlachtet, ihren Tod als öffentliches Schauspiel inszeniert und in unserem Namen Angst und Schrecken verbreitet. Jetzt fürchten uns alle. Ihr sagt, Kira sei verantwortlich dafür, dass Essen und Medikamente so knapp sind. Wieso denn das? Unser Ruf schreckt alle ab, die uns helfen können. Und derweil suchen hier immer mehr Verzweifelte Unterschlupf. Wir können nicht alle durchfüttern. Ich besorge euch weitere Vorräte. Ich lasse meine Leute nicht im Stich. Nein, es war nicht recht von Enak, euch wieder herzubringen. Eure Anwesenheit schadet mehr, als dass sie nützt. Ich würde gerne, dass sie unten... Ja, nee, wir nehmen ihr das. Ihr könnt euch nicht leisten, Hilfe abzulehnen. Sollen denn eure Leute leiden, nur weil ihr nicht gut auf Kira zu sprechen seid? Was sie getan hat, mag falsch gewesen sein, aber deshalb solltet ihr trotzdem ihre Hilfe annehmen. Ich will es wieder gut machen, Darshin. Versprochen. Eure Versprechen bedeuten mir gar nichts.
Alle sind so froh, dass du da bist, Kira. Sie wollen sich bedanken. Du kannst doch ein Weilchen bleiben? Diesmal nicht, aber ich komme wieder. Bis dahin seid nett zueinander. Das war's schon? Ernsthaft? Können wir da keine nicht Sorge. Irgendwie diesen hässlichen Vogel da abmurksen und dem die Kontrolle da übergeben? Das wäre doch viel besser. Hier zur republikanischen Flotte einmal zurück. Danke. Ich habe ja noch 3 gelbe Quests. Hey, was war denn das für ein Idiot? Er soll doch dankbar sein, dass die nicht mal belästigt werden. Kostet es, was es wolle. Und es kann nicht sein, dass wenn Leute vor denen Angst haben, dass sie keine Unterstützung mehr kriegen, die müssen dann schon alleine durch die Furcht, diese ausstrahlenden Anführungsstrichen, Sachen zugeworfen kriegen. Weil die Leute Angst haben, die könnten ja böse werden und uns was antun. Naja. Was soll's? Es ist nicht mein Bier. Da lang muss ich. Ich muss... Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Ich habe doch, glaube ich, hier noch irgendwelche Quests zu machen. Da. Wo sind denn die? Da hinten. Wo bin ich? Ich bin da. So, und beim nächsten dann rechts. Rechts rum. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. So. Da hinten. Entschuldigung. Wir müssen hier hin. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Telosphäre, nö. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Ort. Boah, der erinnert mich irgendwie teilweise an den Naboo Fighter. Bis auf das hier oben. Das müsste weg. Hier müsste noch ein gelber Schniedel dran. Die Dinger gelb und ein bisschen länger, ja, dann könnte es, und hier vorne abgerundet natürlich, bei der Schnauze, dann könnte das schon als halber Naboo Fighter durchgehen. Das feiere ich, denn der Naboo Fighter ist der geilste Fighter überhaupt. Den habe ich hier auch in groß stehen im Schrank, also babamäßig. So. Aber nichtsdestotrotz. 2 gelbe Quests, dann nehme ich nichts vorne weg in der Hauptstory, das ist sehr gut. Dann machen wir mal Lunzen. Wo lang? Da und da. Wir gehen erstmal dahin, da ist ein Gespräch. Ui. Hier möchte ich nicht runterplumpsen. Da ist es. Denkt noch einmal darüber nach, Adjudikator. Diese Information ist mindestens eine Villa auf Alsakan wert. Adjudikator! Ich entschuldige mich für Vorstand Lafmer, Jedi. Ich bin Adjudikator Refain. Wir verhandeln neu. Ich kümmere mich um die republikanische Übernahme der Chaka Corporation, bei der Meister Lafmer Vorstandsvorsitzender ist. War. Cherka bricht unter den Skandalen, Finanzkrisen und Fabrikverlusten zusammen. Zum Glück wurde die Republik autorisiert, die Cherka-Posten zu übernehmen. Die Cherka Corporation hatte eine Menge Vermögen und Macht. Was hat sich verändert, dass das Unternehmen so schnell zusammenbrach? Unmoralische Idioten haben unsere Operationen auf Tatooine zerstört. Dann haben wir während des Krieges ein Vermögen verloren, ebenso wie wichtige führende Mitarbeiter. Cherka kooperiert bei der Übernahme, aber eine ihrer Anlagen, CZ-198, hat rebelliert und wurde abgeriegelt. Niemand kann rein oder raus. Keine Kommunikation.
Vorstand Larfmer bietet Informationen über die Sicherheit von CZ-198, aber er verlangt im Gegenzug eine Villa und ein lebenslanges Gehalt. Wie wäre es mit einem Apartment auf Coruscant und einem netten, sicheren Bürokratenjob? Das ist mehr, als die meisten Bürger der Republik bekommen. Ein Apartment auf Coruscant. So tief bin ich gesunken. Das ist... CZ-108 ist eine Forschungsanlage der Stufe 10. Lauter streng geheime Daten von Cherka. Geheime Forschungsprojekte, verbotene Waffen und natürlich alles streng bewacht. Von einem Prototyp-Sicherheitssystem genannt Vigilant. Was? Aber welche Art von Sicherheitssystem ist Vigilant? Klingt nicht wie ein Cherka-Produkt. Das Datenpad verrät nur, dass es sich um eine allerletzte Notfallmaßnahme handelt. CZ-198 hütet einige der ältesten, dunkelsten Geheimnisse von Cherka. Vergesst die Übernahme. CZ-198 ist eine wirkliche Gefahr. Ich brauche jemanden, der die Verteidigung von CZ-198 durchbricht, alle Projekte an sich bringt und sicherstellt, dass Vigilant offline bleibt. Schafft ihr das? Zählt auf mich. Ich würde gerne sehen, was bei der Cherka Corporation als streng geheim gilt. Eines noch, der Aufseher von CZ-198 ist Sonderdirektor Rasmus Bliss. Diesen Leistungsbeurteilungen nach ist er dynamisch und energisch. Im Cherka-Jargon bedeutet das absolut gnadenlos. Vigilant könnte eure geringste Sorge sein. Ja, ja. Macht euch mal keine Gedanken darüber. Ich krieg dort gebacken. Also müssen wir nach Tatooine. Boah, ich muss so dringend aufs Klo. Das ist ja nicht mehr feierlich hier. Ich muss zu Tatooine, oder? Ja, irgendwie schon. Titan der Industrie. Cherka Corporation zu schlagen, bla bla bla. Waffenfabrik auf dem Mond, CZ. Genau. Genau. Ich hoffe, ich krieg das auch alleine hin. So, und hier hinten war noch was. Wo war denn das? Hallo? Hier ins Loch. Was ist das? Kaon wird belagert. Was? Flashpoint, verlorene Insel, was? Nö. Nö, erstmal nö. Einfach nö. Was willst denn du? Erzähl mal. Gut, ihr seid hier. Wir haben mehr Informationen über die Rakgul-Plage gesammelt. Die Lage verschlechtert sich. Die Tion-Adelsfamilie hat alle Welten im Sektor unter Quarantäne gestellt. Keine Schiffe können ohne Erlaubnis landen oder starten. Eine extreme Maßnahme, die nicht sehr populär ist. Besonders bei der Bevölkerung der infizierten Welten. Die Leute denken, man hätte sie aufgegeben. Die Herrscherfamilien kehren ihrem eigenen Volk den Rücken zu. Sie haben Angst, sind verzweifelt. Die Dinge haben sich gänzlich ihrer Kontrolle entzogen. 4 Welten sind bereits ausgelöscht. Auf einer 5. Kaon, gibt es nur noch eine Handvoll Überlebender, die um ihr Leben kämpfen. Die Republik hat Hilfe angeboten. Es dauerte eine Weile, aber die Herrscherfamilien haben uns endlich die Erlaubnis erteilt, auf Kaon zu landen und dabei zu helfen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Man sollte meinen, sie würden ein Hilfsangebot begrüßen. Der Tion-Adel hatte Angst, hilflos zu wirken. Sie haben sowieso schon genug Ärger damit, alles unter Kontrolle zu behalten. Einige der Überlebenden sind mit der Tion-Herrscherfamilie verwandt. Das ist vermutlich auch der einzige Grund, weshalb sie unsere Einmischung zulassen. Wenn wir den Ausbruch eindämmen, haben wir weitaus bessere Aussichten auf eine Allianz zwischen der Republik und der Tion-Hegemonie. Da unten sterben Leute. Hier geht es nicht um Politik. Es geht immer um Politik. Die Chancen stehen gut, dass dieser Ausbruch kein Unfall war. Zweifellos will irgendwer diesen Sektor destabilisieren. Vermutlich der Versuch einer rivalisierenden Familie, die Macht an sich zu reißen. Wir müssen es herausfinden, ehe die Seuche sich auf die republikanischen Kernwelten ausbreitet.
Habt ihr vor, sonst noch jemanden auf diese Mission zu schicken? Wir müssen dafür sorgen, dass so wenige Republikaner wie möglich dem Virus ausgesetzt sind. Aber ihr habt bereits Erfahrungen mit den Rakgulen. Eine Fähre, die euch auf die Oberfläche bringen wird, steht bereit. Major Bizal, der Leiter der Kaon-Sicherheit, wird euch kontaktieren, wenn ihr landet. Helft den Überlebenden, wenn ihr könnt. Aber eure oberste Priorität ist es, herauszufinden, wie das Virus verbreitet wird. Da war ich wohl etwas aggressiv gegen den Typ C. Das ist dann... Kaon... Planet Kaon. Okay. Das sind halt einfach wirklich nur gelbe Quests, ey. Oh Mann. Was ist denn das hier? Das ist das. Ah, okay. Bevor ich jetzt aber diese ganzen, ich weiß gar nicht, Flashpoint-Missionen mache, ziehe ich mein Lichtschwert. Nein, mache ich ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder.